Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Direkt aus Mainz, DM 2016. Wir chillen hier, essen ein paar Datteln und bringen euch natürlich die Deck-Profiles, mit denen wir auf dem Event angetreten sind. Das machen wir GB Kollega Barisch mit seinem Gravekeeper-Deck. Genau, und zwar, ich bin 3-1-3 gegangen, hab Tag 2 nicht geschafft, hab letzte Runde verloren. Hätte ich das gewonnen, hätte ich es geschafft vom Punkten her Tag 2 und dann hätte ja noch alles passieren können. Okay. Aber hat nicht gereicht. Ich habe in letzter Sekunde komische Entscheidungen gemacht und wir werden gleich darauf eingehen, warum, wieso. Schauen wir mal. So wie die Panik-Einkäufe. Ja, Mann, das klappt immer noch. Fangen wir mit den Zauberkarten an. Die Karte des Anti-Decks. 3 Demise, ein Muss. Danach 3 Pot, auch ein Muss. Zu krass. Funktioniert alles super zusammen. Ein Allure. Eigentlich habe ich 2 Allure gespielt, aber ich hatte im letzten Moment so ein schlechtes Gefühl. Weil ich nur 9 Darks habe und wenn ich 2 davon entfernt, bleiben nur noch 7 übrig. Und deswegen nur noch ein Allure, aber das war ein Fehler, man muss 2 Allure spielen. Und Absat habe ich auch gekickt, was auch ein Fehler war. Es gab Konstanzprobleme, weil das war das erste Turnier, wo so viel gebrickt wurde. Das war wirklich unglaublich. Also in jedem Deck. 2 Teil der Toten. Nur 2, warum? Weil man hat wirklich so viel Speed in dem Deck, dass wenn man die dritte oder die zweite auf der Hand hat, die bringt nichts. Wenn ein Gegner die einmal wegkriegt, haut er die OTK raus, dann kommst du sowieso nicht zurück. Deswegen 2. 2 Stele, sehr gut, selbst wenn du mit dem Meister alles abwerfen musst, kannst du wieder mit Stele 2 zurückholen. Die Win-Karte, wenn ich die hatte, war es Game. Und die 2 Monster-Removals, wenn Gegner angefangen hat und ich habe gehört, es gibt so Anti-Brick-Monarchen-Decks, die bricken nie und packen Feld aus, da musst du alles wegkriegen, deswegen die beiden. Dann jetzt 3x Strikes, die war früher besser, jetzt würde ich nicht sagen, dass sie schlecht ist, aber schlechter wie früher. 2 Toms, 3 sind zu viel, eine Warning, die war sehr gut, war immer gut. 2 Lose One Turn, 2 reichen, man hat zu viel Speed, man kommt über alles drüber. Eine Emptiness, dann wie gesagt, um die Monster zu schützen, 2 Mirror Force, die klassische, nicht die anderen. Und zwar, wenn Neck Rally liegt, egal was ist, der Gegner kann eigentlich nichts machen. Das ist die dritte Neck Rally und zwar, wenn die habe ich dann immer meistens gesettet, wenn Neck Rally weggehen würde, würde ich die unchainen. Und die kam sehr gut. Ich wünschte, ich hätte vielleicht 2, vielleicht sogar 3 Main gespielt, weil gegen Monarch, gegen Cosmo, gegen alles gut. Genau, dann noch BTA. Die hatte ich vergessen reinzutun, dann haben mir meine Teamkollegen gesagt, dass sie stark ist. Egal gegen welches Schiff, gegen Dark Planet, einfach weg, BTA, es muss. Ja, gegen Clipser ist gut. Und TT ist sehr gut, weil die oft unterschätzt wird, die wird nicht, an die wird nicht gedacht und räumt dann mal alles weg. Genau, dann zu den Monstern, 3 Spy. Ist immer noch sehr stark, aber ist wirklich nicht mehr so stark wie früher, weil zu setten dauert einfach wirklich zu lang. Ist zu langsam. 3 Anwerber ist sehr gut, stabil. 3 Kommandant, muss man nicht sagen. Dann ein Attentäter, der war sehr gut. Abkömmling, den kann man sogar 2-mal spielen, weil es wird zu viel gesettet gegen Pendel, dies, das. Und einmal Adliger, um Spy zu holen, mehr Konstanz, solche Sachen. Wie gesagt, im Meta, im Main Deck habe ich Fehler gemacht. Aloha zu kicken und ein Absatz. Konstant ist auf großen Turnieren immer das Wichtigste. Seid du extra, was ich zuerst? Extra. Extra zuerst, okay. Krasses Token. Hier Breaksword, sehr starke Karte. Muss man spielen. Albtraum. Das hier, da hatte ich Teil drin. Acid Golem, aber den braucht man nicht, das Wind Up Zen Mains besser. Dweller, sehr gut mit 3 Geki. Gegen Cosmo, Felder und alles. Ein Castell. Heartland Draco, sehr stark mit Neck Rally. Der kann nicht angegriffen werden und der kann dann immer direkt angreifen. Arc sehr wichtig. Ragnar 0 gegen die ganzen Kleetex, wurde viel gespielt. Ich kam 90% alle Spiele in Time, weil ich muss mir wirklich alle Karten durchlesen. Und da kam halt Cowboy, war sehr stark. Den habe ich diesmal gar nicht rausgebracht. Ich weiß nicht warum, eigentlich ist der ziemlich gut. Rebellion Dragon, Utopia mit Utopia Prime. Und dann habe ich noch verrückte Kiste reingetan. Falls Skilltrain oder solche Karten kommen, hat er 3000 Angriff. Und wenn man mal verzweifelt ist und keine Outs hat, dann ist der nicht so schlecht. Außer es kommt 1 und 6 beim Würfelwurf. Und ein Stardust für Starlight Road. Seht ihr gleich im Side-Deck. Genau. Jetzt kommen wir zum Side-Deck. Warte, schreibt er jetzt noch. 3x Starlight Road. Die hätte man wirklich Main spielen können. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich Starthand Game 1 Gegner Twin Twister Main hat. Das ist wirklich unglaublich. Unglaublich einfach. Also Dark Hole, Raigeki, alles mögliche.
Also hätte man sogar Main spielen können, ein, zwei Stück. Dreimal Full House, es wurde so viel Anti gespielt. Dann hatte ich auch ein paar Züge zum Beispiel gegen Anti-Spieler. Ich aktiviere Raigeki, chain die an, ziehe mein Raigeki, seine offene 3 Set und so. Hat Games gemacht. Drei Full House, nicht nur eine, nicht zwei. Hauptsache du ziehst, selbst wenn du zwei ziehst, wenn die einmal durchkommt, ist Game. Zwei Eisenmauern, sehr gut. Falls Gegner Neck Rally wegkriegt, unchainen. Soul Drain, sehr stark. Ich habe sogar gegen diese Hände gespielt, Firehand, Icehand, Anti. Keine Effekte. Gegen BA ist die sowieso eine Winkarte. Ich habe nur noch eine Maske gespielt, weil ich gedacht habe, dass die XYZ-Monarch viel mehr vertreten sein wird, aber es war wirklich nicht so, es war gemischt. Es wird immer noch mehr XYZ-Monarch gespielt, aber die andere Variante ist auf jeden Fall auch noch da. Dann antimagischer Duft. Ich habe es bereut, dass ich die nicht dreimal gespielt habe. Gegen Klee, gegen Pendel, gegen Monarchen. Die hätte ich dreimal spielen müssen, auf jeden Fall. Und jetzt die dritte Neck Rally, jetzt fragt ihr euch vielleicht warum. Und zwar geht es darum, Neck Rally gegen Decks, die Neck Rally zerstört, aber die keinen OTK kriegen können, nachdem sie Neck Rally weggekriegt haben. Gegen die Decks habe ich die reingetan. Eine Dog Hole, wenn ein Gegner anfängt, Game 3 zum Beispiel anfängt, dann muss ich das Feld wegkriegen. Eine Space, war gut, gegen welche Karte habe ich die nochmal gespielt? Gegen irgendwas war die gut, Mann. Das war nicht Decree, aber... Auf jeden Fall, wenn irgendeine Falle kommt, Schattenspiegel oder Decree, irgendeine Karte, du brauchst ein Out dagegen, deswegen eine Space. Und ein Adliger, falls ich ein Monster rausmauen muss, wegen Maske, wegen Abkömmling oder dies, das. Genau, alles klar. Das. Dein Fazit zum Turnier und zu dem Deck? Zum Turnier und Deck, was mich überrascht hat, also wir haben schon eigentlich gut predicted, dass Cosmo sein wird, Pendel, bisschen BA, Monarchen, das haben wir eigentlich gut predicted. Problem war wirklich diese Starthände, Game 1, diese Twin Twister, das war einfach wirklich unglaublich. Aber Turnier war eigentlich schon gut, aber es war halt zu viele Bricks und dies, das. Und man kommt oft ins Time. Die wichtigste Frage, dein Deck. Wie wird es aussehen? Baruch sucht dein Deck. Jetzt, oder genau, jetzt kommen wir dazu. Gute Frage. Baruch sucht dein Deck, hat jetzt oberste Priorität. Ich werde jetzt alles durchgehen. Gravekeeper kurz ein bisschen beiseite legen und jetzt gehe ich alle Decks durch. Viel Arbeit, viel testen, Dueling Network, DevPro. Dazu hätte ich aber auch noch eine Frage. Ja, und gerne, zwar, würdest du dich auch für ein Metadeck entscheiden oder auch jetzt nur antimäßig? Ich wollte wirklich sogar auf Metadeck umgehen, aber mich haben wirklich gestern und heute von euch, war cool von euch, so viele gesagt, hey, cool, dass du kein Meta spielst. Es waren, glaube ich, 10 Leute oder so, kamen vorbei, haben gegrüßt, war echt cool von euch. Und dann wird mein Herz weich, Mann. Da kann ich nicht auf einmal dann Meta spielen. Aber du bist auch mal irgendwie ein bisschen mal auch erfolgreich. Ja klar, aber wenn so viele Fans damit glücklich sind, zufrieden. Ja. Gibt es ja nicht auf. Wir werden sehen in den nächsten paar Folgen von Bargisch sucht dein Deck. Genau, das machen wir. Ansonsten bis dahin, leidet nicht. Servus Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns, lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken, schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten, dann wissen wir Bescheid, aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können, dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts, dann bleibt immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren, gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab. Und leidet's nicht und schaut's vorbei.